Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu dem Video Was ist los in Israel? Hier sprechen wir über die letzten Nachrichten aus Israel, was eben gerade so los ist. Und ich hoffe, ihr könnt mich gut hören, der Sound ist gut. Ich habe das, was ihr nicht sehen könnt, mein Mikro auf einer Lego-Box. So, aber darum soll es nicht gehen. Wir starten jetzt mit den aktuellsten oder den letzten Nachrichten aus Israel. Los geht's. Ja, in den letzten Tagen gab es wirklich ein großes Chaos, Balagan in der Knesset. Das hatte damit was zu tun, dass es eine Abstimmung gab in der Knesset, die wirklich ja so ziemlich alles durcheinander gewürfelt hat, denn es wurde abgestimmt über Mitglieder des Ausschusses für die Wahl der RichterInnen für das oberste Gericht. Ihr wisst ja, in Israel gibt es gerade eine Justizreform, beziehungsweise die aktuelle Koalition, die aktuelle Regierung möchte eine Justizreform, gegen die Hunderttausende wöchentlich auf die Straße gehen und gegen diese Justizreform und andere Vorhaben der aktuellen Regierung demonstrieren. Nun möchte die Koalition, dass es eine Neuzusammenstellung des Ausschusses gibt, um die RichterInnen für das oberste Gericht zu wählen. Im Moment ist die Zusammensetzung aus meiner Sicht sehr ausgewogen. Es gibt PolitikerInnen aus der Koalition, Opposition, es gibt RichterInnen, es gibt die Präsidenten der Bar Association, also die Rechtsanwaltschaftskammer, ich weiß nicht, wie es in Deutschland genannt wird. Auf jeden Fall, die Bar Association ist in Israel dafür zuständig, die Rechtsanwaltschaftszulassungen und die Prüfungen abzunehmen. Auf jeden Fall kann man sagen, das sind auch ExpertInnen für Jura in diesem Ausschuss. Die Koalition möchte eine neue Zusammensetzung und möchte mehr Einfluss haben auf die Auswahl der RichterInnen im obersten Gericht. Nun, das war jetzt eine lange Einleitung, nun war das so, dass in der Knesset eben die ersten Mitglieder für diesen Ausschuss gewählt werden sollten. Und es kam aber dazu, dass eben die Opposition eine Person aufgestellt hat, während die Koalition sehr, sehr viele Personen aufgestellt haben. Dann ist denen aufgefallen, dass es ja vielleicht nicht so klug ist, wenn zu viele Personen draufstehen. Dann hat man die Liste reduziert. Eine Person, eine Parlamentarierin, Tali Gottlieb von der Likud-Partei, hat sich geweigert, sich von der Liste nehmen zu lassen. Und da begann sozusagen das Chaos. Denn die Politikerin Karin Al-Harar von der Opposition wurde tatsächlich gewählt, also hat die Mehrheit der Knesset Stimmen bekommen, während Likud, die Regierungspartei von Netanyahu, leer ausgegangen ist. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass tatsächlich man vermutet, dass einige von der Likud-Partei eben für Karin aus der Opposition gestimmt haben, damit sie eben Mitglied dieses Ausschusses wird. Danach wurde natürlich sofort, weil nur jemand aus der Opposition gewählt wurde und nicht aus der Koalition, wurde natürlich in der Koalition selbst Stimmen laut, Verräter, in den eigenen Reihen. Das heißt, es ist klar, dass irgendjemand aus der Koalition eben für die Opposition gestimmt hat. Die eben erwähnte
Tali Gottlieb von der Likud-Partei, die sich eben geweigert hat, sich von der Liste nehmen zu lassen, hat irgendwie ein großes Chaos in der Knesset veranstaltet, wurde daraufhin von der Knesset sanktioniert. Vom Knesset-Präsidium wurde sie sanktioniert und wurde aus Ausschüssen ausgeschlossen. Also man kann auf jeden Fall sagen, dass die Spannung in der Knesset wirklich, wirklich groß ist. Es gibt Spannung innerhalb der Koalition und natürlich auch zwischen Koalition und Opposition, denn die Opposition hat jetzt gesagt, dass sie eben noch abwarten wollen, wie der Ausschuss weiter zusammengesetzt wird und sie dann entscheiden, ob sie die Verhandlungen zur Justizreform eben fortführen beim israelischen Präsidenten, also der sozusagen der Mediator, oder eben nicht. Was man aber natürlich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass Netanyahu natürlich geschwächt ist durch diese Wahl. Nächste Nachricht, diesmal eine positive Nachricht, und zwar hat das israelische U20-Fußballteam den dritten Platz in der Weltmeisterschaft gewonnen. Beziehungsweise, klar, gewonnen ist normalerweise in einer Weltmeisterschaft im Fußball nur der erste Platz, aber es ist für Israel eine große Sache, denn ja, Israel ist nicht so wahnsinnig erfolgreich im Weltfußball, und der dritte Platz in einer Weltmeisterschaft, auch wenn es bei U20 ist, ist schon ein Riesending. Und es wurde auch wirklich auch groß gefeiert. Es war überall in allen Nachrichten, und eine positive Nachricht. Und mal gucken, vielleicht gibt es ja neue Überraschungen aus dem Fußball, aus der Fußballwelt, aus Israel. Nächste Nachricht, beziehungsweise ist jetzt keine Nachricht, aber es ist ja jetzt gerade Pride Month, und in Israel ist die LGBTQ+-Community wirklich groß und stark und laut, und es gibt sogar in Hightech Pride-Communities innerhalb des Hightechs, also es ist wirklich überall und in allen Städten, auch nicht nur in Tel Aviv, auch nicht Jerusalem, überall. Bei uns gab es eben Pride-Veranstaltungen, sind überall Plakate, auch in der Eisenbahn, also wirklich überall. Pride wird wirklich groß gefeiert. Ich selber war jetzt auf keiner Party dabei, aber ja, vielleicht irgendwann mal, ich muss mich mal von irgendjemand mal mitnehmen lassen. Sind auf jeden Fall, was ich gesehen habe von Instagram und so weiter, waren das wirklich coole Partys überall im ganzen Land, und Happy Pride! Nächste Nachricht. Ja, diese Nachricht ist leider nicht so positiv. Die Zahlen der Kriminalität innerhalb der arabischen Community in Israel sind sehr, sehr hoch und steigen auch jedes Jahr. Es gibt viele Clankämpfe etc. Und das Problem ist, dass immer die Polizei all die Jahre eben nicht in der Lage war, diese Kriminalität irgendwie in Zaun zu halten. Und das wurde auch von der arabischen Community auch in Israel immer wieder kritisiert, dass es einfach ja schrecklich ist und nicht sein kann, dass eben da die Polizei nicht genug tut, um diese Kriminalität einzudämmen. Nun hat Netanyahu vorgeschlagen, dass der Shin Bet, der Inlandsgeheimdienst, sich daran beteiligt, Lösungen zu finden, beziehungsweise auch der Polizei dabei unterstützt, diese Kriminalität zu bekämpfen. Allerdings gibt es große Sorge und auch große Kritik bei diesem Vorschlag, denn Shin Bet, der Inlandsgeheimdienst, ist
dafür zuständig, gegen Terrorgefahr zu kämpfen und Terrorgefahr zu, also Terroranschläge zu vereiteln. Die Kriminalität ist die Sache der Polizei. Und das ist eben, also Shin Bet unterstützt ja schon die Polizei bei dem einen oder anderen, aber Shin Bet kann einfach nicht die Aufgabe der Polizei übernehmen. Das funktioniert einfach nicht. Das ist keine gute Sache. Es gibt bestimmte Bereiche, für die eben entweder Geheimdienste oder die Polizei zuständig sind, und die müssen sie auch erfüllen. Das Problem ist eben, dass die Polizei aus verschiedenen Gründen das eben nicht schafft, die Kriminalität zu genug zu bekämpfen. Und also es müsste eigentlich eine viel klügere, sinnvollere Lösungen dafür geben, wie man das schafft, eben, und nicht, ja, den Shin Bet, der ja eben für andere Sachen zuständig sind, die eben auch wichtig sind und einfach ganz andere Zuständigkeiten erfordern, das dann übernimmt. Nächste Nachricht. Es gab einen Angriff im Westjordanland auf 4 Israelis. 3 von denen waren Soldaten. Alle wurden verletzt und wurden dann ins Krankenhaus gebracht. Die palästinensische Autonomiebehörde hat diesen Angriff verurteilt, während die Hamas von einer heroischen Tat sprach, was jetzt nicht verwunderlich ist. Die Hamas wird ja auch im Westjordanland immer stärker, und auch der Islamic Dschihad. Und das ist schon besorgniserregend. Es kommt ja immer wieder zu Spannungen im Westjordanland, eben auch zwischen radikalen palästinensischen Gruppierungen und den Israelis. Nächste Nachricht. Der israelische Premierminister Netanyahu trifft sich oder hat sich mit ultraorthodoxen Parteien getroffen, um das neue Gesetz zu besprechen, wonach es entschieden werden soll, wie viele aus der ultraorthodoxen Community Militärdienst leisten sollen. Die ultraorthodoxen Parteien wollen diese Zahl reduzieren bzw. gering halten. Die ist ja auch sehr, sehr gering, sind etwa 10-20% der ultraorthodoxen, die zum Militär gehen. Und die ultraorthodoxen Parteien argumentieren, dass eben die Tora-Studien wichtiger sind als die Verteidigung des Landes. Man erwartet natürlich, dass Netanyahu seine Koalitionspartner zufriedenstellen will. Das heißt, wird irgendeine Einigung geben da, und vermutlich wird Netanyahu viele Zugeständnisse den ultraorthodoxen Parteien gegenüber machen. Ja, in den Nachrichten war auch jetzt kurzzeitig Avigdor Lieberman von Israel Beteinu, falls ihr euch an ihn erinnert. Der war auch mal Minister, der war in einigen Koalitionen mit dabei, auch in der letzten Regierung mit dabei. Und seine Partei ist eine rechtskonservative, aber säkulare Partei. Und er hat vorhergesagt, dass sich die Opposition und Koalition eben zu der Justizreform sich irgendwie einigen werden. Das war ja jetzt aber durch das Chaos, was ich euch ganz am Anfang erzählt habe, ist das natürlich erstmal ins Stocken geraten. Es ist wirklich schwierig, also wenn man jetzt nicht Stimmen von irgendwie Insidern hört, sondern sich sozusagen auf die auf die Nachrichten fokussiert, ist es wirklich irgendwie schwer, finde ich, zu sehen, wie da die Verhandlungen tatsächlich laufen, weil es gibt einfach so viele auch gegensätzliche Nachrichten und Stimmen, die man da wahrnimmt, dass man überhaupt nicht, sich irgendwie nicht vorstellen kann, was da eigentlich los ist. Also
Nächste Nachricht. Jetzt geht es so ein bisschen um das Thema Hightech. Der Startup-Guru aus Israel, Yossi Vardi, ist einer der ersten Serial Entrepreneurs und Investoren in die Hightech-Szene in Israel. Hat davor gewarnt, dass eben der Hightech-Sektor durchaus unter Druck ist und auch in Gefahr, denn durch die Währungsschwankungen, auch aufgrund der unstabilen politischen Lage in Israel und eben aufgrund der unstabilen politischen Lage in Israel, eben auch die InvestorInnen abgeschreckt werden teilweise. Und es eben sein kann, dass die Startups und Hightech-Unternehmen nicht genug Investitionen bekommen, um eben weiter zu wachsen. Im Moment ist es so, dass über 50% der Exporte aus Israel eben Hightech-Produkte, also Technologieprodukte sind. Das heißt, es ist ein sehr, sehr wichtiger wirtschaftlicher Faktor und den sieht er eben in Gefahr und befürchtet eben, dass auch Unternehmen ins Ausland auswandern und ja, er fordert eben von der Regierung, dass sie Maßnahmen ergreift, um das wieder attraktiver für Investoren zu machen, damit eben der israelische Hightech-Sektor stark bleibt. Nächste Nachricht. Ja, eine Sache wurde, glaube ich, auch international vergessen oder in Vergessenheit geraten, ist in Vergessenheit geraten, und zwar Gerichtsverhandlung gegen Netanyahu. Er steht ja immer noch vor Gericht gegen Korruptionsvorwürfen. Und in den letzten Tagen hat Lapid, der Oppositionsführer, Yair Lapid, wurde als Zeuge vernommen vor Gericht. Und er war ja auch mal in der Koalition mit Netanyahu. Das heißt, er hat auch mit ihm eng zusammengearbeitet und er wurde eben ja, befragt über Information, ob er irgendwie, dass er eben durchaus Informationen hat, die Netanyahu belasten könnten. Er hat tatsächlich ausgesagt, hat Netanyahu beschuldigt, eben illegale Aktivitäten wie Bestechung, Betrug begangen zu haben. Und ja, die Verteidigung hat argumentiert, dass Lapid politische Motive hat, Netanyahu zu beschuldigen, um eben loszuwerden oder Gefängnis zu stecken. genau. Und Prozess wird noch einige Monate wahrscheinlich dauern. Wie lange wird man sehen. Aber auf jeden Fall, ja, das ist ja auch immer noch im Gange der Prozess. Und auf jeden Fall ist die Aussage von Lapid wurde als wichtiger Moment des Verfahrens wahrgenommen. Nächste Nachricht betrifft eigentlich nicht Israel, aber wurde trotzdem in Israel doch einen Tag oder zwei relativ heiß diskutiert. Also es war auch in allen Nachrichten. Und zwar der Tod von Berlusconi. Und in den israelischen Medien wurde eben darüber diskutiert oder wurde berichtet, was für rassistische, antisemitische und sexistische Aussagen Berlusconi ja, in seiner politischen Laufbahn oder auch außerhalb der politischen Laufbahn getroffen hat. Und ja, um so ein bisschen ein Bild zu zeichnen, das nicht sehr vorteilhaft ist. Aber es war eben, ja, anstatt sozusagen zu sagen, ja, ein großer Staatsmann ist gestorben, hat man mal eben Tacheles geredet und ja, seine problematischen Aussagen unter die Lupe genommen. Nächste Nachricht. Die israelische Regierung hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eine Anstiftung zur Hassrede gegen die Ultraorthodoxen oder die ultraorthodoxe Community oder einzelne Ultraorthodoxe unter Strafe stellen soll. Es betrifft eben
Hassbotschaften, Diskriminierung etc., also Hate Speech sozusagen gegen die ultraorthodoxe Community speziell, die Befürworter eben, also die Koalition, sagt, naja, dass die haredische, also die ultraorthodoxe Community soll eben vor Diskriminierung und Feindseligkeit geschützt werden. Die Kritiker des Gesetzes befürchten eben, dass die Meinungsfreiheit eingeschränkt werden könnte. Es ist ja noch ein Gesetzesentwurf, das heißt, ja, wir müssen einfach abwarten, was da jetzt genau in dem Gesetz drin stehen soll. Muss ja durch drei Readings, also drei Lesungen ja noch durch. Und es zeigt aber nichtsdestotrotz, dass natürlich die Spannung zwischen der ultraorthodoxen Community und der restlichen Bevölkerung, also der religiösen, traditionellen und säkularen Bevölkerung eben durchaus stark ist und zugenommen hat und zunimmt. Wir werden abwarten und schauen, was tatsächlich in dem Gesetz genau drinsteht. Ja, und die letzte Nachricht betrifft Iran. Es wird ja wieder, gibt so indirekte Verhandlungen, auch mit den USA in Oman. Und das ist auch täglich in den israelischen Nachrichten das Thema, was da jetzt mit Iran, mit dem Iran wird, was da von den Verhandlungen, mit den Verhandlungen irgendwie, was da jetzt rauskommt. Israel ist natürlich besorgt, war ja schon damals bei den Verhandlungen über das Iran-Abkommen sehr besorgt, weil Iran ja natürlich Israel schon seit Jahren droht, mit der Zerstörung droht und Israel auch befürchtet, dass Iran, und es gibt ja auch einige Nachweise und Beweise, dass Iran trotzdem an einer Atombombe bastelt und die Anreicherung und militärische Nutzung viel, viel massiver ist und ausgeprägter, als es sozusagen offiziell vom Iran bestätigt wird. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema, auch in den israelischen Nachrichten immer wieder. Wir werden sehen, abwarten, was da jetzt genau passiert. Hoffentlich wird die Lage nicht eskalieren und wir nicht einen Krieg mit dem Iran befürchten müssen, denn ja, das wäre ziemlich fatal, glaube ich. So, das war's jetzt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel. Ich entschuldige mich für die etwas längere Pause von den Nachrichten. Ich versuche das jetzt wieder doch regelmäßig zu machen. Auf jeden Fall danke euch fürs Zuschauen und bis zum Ende gucken. Und ja, bis zum nächsten Mal. Shalom.